Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Graveyard Keeper. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, unser Inventar ist so ziemlich mega krass heftigst voll. Das heißt, wir werden jetzt auf jeden Fall mal hier ein bisschen leer machen. Traubenkerne. Die brauchen wir jetzt zwar noch nicht, aber ich habe sie auf jeden Fall schon mal mit dabei. Die Trauben, die können wir hier oben anbauen. Dafür müssen wir entweder einmal außen rum laufen oder wir können ein Stück über unserem Hof gibt es da so einen Übergang. Ich muss aber gestehen, dass ich gerade ehrlich gesagt hier, das können wir kaputt machen. Und dann ist der Weg halt etwas kürzer. Dafür brauchen wir aber auf jeden Fall Holzkeile, alles klar. Ist schnell gemacht, ne? So. Jo. Gucken wir mal, ob sich das mit mal, was haben wir gesagt? Zwei davon. Komplexe habe ich gerade nicht. 10 Keile. Da brauchen wir jetzt bloß das eine. Okay. Hoffentlich war das jetzt richtig. Tatsächlich zweifle ich gerade ein bisschen. Nee, hat gepasst. Okay, alles klar. Das ist gut. So. Genau. Und es ist tatsächlich möglich, dass wir dann hier Trauben anbauen. Das können wir jetzt auch schon machen. Wir können aber noch keine Kiste hier bauen. Das ist natürlich ziemlich umständlich. Aber wir dürfen das demnächst mit benutzen. Das kann ich euch schon mal sagen. Dann müssen wir halt mit dem hier mit dem Kardinal dann nochmal reden. Deswegen lassen wir das jetzt im Moment mal noch ein bisschen beiseite. Genau. Und gucken uns hier mal noch ein bisschen um. So. Joa. Bäume können wir nie zu wenig haben, ne? Da habe ich tatsächlich schon mal überlegt, ob man noch ein zweites Lager macht. Aber auf der anderen Seite, ich habe das halt, da passiert ja nichts, ne? Wenn sie hier so rumliegen, ist halt total wurscht, ups, egal. Auf der anderen Seite kann man halt direkt, ne, jetzt kannst du halt bloß die neuen machen und wenn die alle sind, musst du halt erst wieder neue reinlegen. Ah, das überlege ich mir immer noch. So, was steht denn an? Wir waren jetzt beim Händler. Wir sollen dann zum Astrologen gehen, das können wir dann auf jeden Fall noch machen. Wir haben jetzt relativ viele Spießchen. Dann machen wir mal 27, die wir jetzt nicht mit rübernehmen. Dann ist die Hälfte. So, wir gucken jetzt nochmal, weil jetzt ist Nacht. Nee, er ist nicht da. Ach, Scheiße, das ist schon kacke. So, wieder eine Geschichte. Naja, gut, schauen wir mal. Vielleicht wird es, wenn wir... Ja, vielleicht kommt er irgendwann jetzt noch. Da, da! Er ist. Oh, Gott sei Dank, er ist wieder da. Oh, Leute. Vielleicht hat tatsächlich einfach gefehlt, dass wir nochmal mit der Frau Anmut reden mussten, ne? So. Jetzt hat. Gott sei Dank. Vielleicht können wir jetzt auch da mit dem Astrologen handeln. Mal gucken. So. Gib ihm den Schlüssel. Hier ist der Schlüssel. Juhu, eine Geschichte. Schon sehen, wer nutzlos ist. Ich werde ihnen ihr böses Grinsen schon noch im Gesicht nehmen. Ja, von wem redest du da? Ich rede von allen. Alle, die in dieser verfluchten Stadt leben. Alle, die denken, sie seien besser als ich. Nur weil sie alles haben und ich nichts. Aber bald habe ich alles. Komischer Kerl. Oh, ich glaube, da ist, wonach ich suche. Entschuldigung. Du bist tot. Okay. Was ist passiert? Ich glaube, ich bin noch am Leben und wieder zu Hause. Was? Unter diesen Umständen ist das nicht unbedingt gut. Ich muss zurückkehren und das Tagebuch besorgen. So, das können wir da reinmachen. Ach ja. So, cool.
Mal gucken, was der Schlange jetzt sagt. Ja, vielleicht können wir jetzt endlich das Gebet irgendwie noch herstellen. Ich bin mal gespannt. Wir müssen noch ein paar Geschichten sammeln. Uah, okay. Wow, Mann, wie hast du das gemacht? Ich weiß nicht, ich bin einfach zurück in meine Hütte gegangen. Daran sollte ich mich langsam gewöhnen, denn solche Dinge passieren mir ständig. Du bist so ein nutzloser Idiot, obwohl du unsterblich bist. Und das ist nicht fair. Ich hasse dich. Wie bitte? Ich hasse dich! Lass mich das kurz aufschreiben. Friedhofswärter kann nicht sterben. Ich konnte deine Hilfe gut gebrauchen. Da du einen unsterblichen Hintern hierhin geschafft hast, habe ich entschieden, dass ich in diesem Kerker nicht sterben will. Welcher Kerker? Der ist gleich hier. Den gab es schon lange bevor die Kirche gebaut wurde und niemand weiß, wie tief er ist. Vor der uralten Abmachung nagelten sie Ketzer und die Wand und verbrannten sie Beine. Und wie kann ich helfen? Ich habe meine Quellen, deshalb weiß ich immer, wo ich die Dinge, die ich brauche, finden kann. Und an diesem Punkt meines Racheplans befindet sich viele Dinge, die ich brauche, in diesem Kerker. Zunächst brauche ich Eimer voller Blut. 5 blutige Nägel. Du solltest sie in den ersten Ebenen finden, dort, wo die Heiden gefoltert werden. Wurden, wie auch immer. Klingt so, als stöhnt da jemand um Hilfe. Bist du da? Vielleicht auch nicht. Dieser Ort verbirgt viele Dinge. Ist mir eigentlich egal. Es sei denn, es hat mit meinem Plan zu tun. Okay. Naja. Ich sollte mal nachsehen. Heiliges Kanonenrohr. Tatsächlich, was für eine nette Überraschung. Ich freue mich, endlich mal wieder jemanden zu sehen. Bist du am Leben? Brauchst du Hilfe? Sagen wir mal, ich bin bei Bewusstsein und ich freue mich sehr über dein Hilfsangebot. Mein Name ist Günther. Da sollte rechts irgendwo ein Hebel sein. Hab ihn. Toll, ich bin verwundet. Verwundert, dass der noch funktioniert. Würdest du mich jetzt bitte ein paar Mal mit einem Schwert schlagen? Okay. Das tut gut. Das erste Gefühl nach so langen Jahren. Jetzt beantworte ich deine Fragen gern. Warum sollte ich dich schlagen? Oh. In meiner derzeitigen Lage fühle ich nichts. Zunächst war das wie ein Albtraum, aber dann fand ich heraus, dass ich noch immer Schmerz empfinden kann. Fühlt sich nicht wie Schmerz an, eher wie eine sanfte Brise, aber das ist alles, was ich habe. Ich kann dich nochmal schlagen, wenn du willst. Das ist nett von dir, vielleicht später. Nach so vielen Jahren waren deine Schläge wahrscheinlich ein Vergnügen. Es wird ein paar Jahre dauern, bis ich wieder ein solches Vergnügen verspüren kann. Und ich habe noch ein wenig Fleisch auf den Knochen. Es wäre zu schade, sie zu vergeuden. Wer bist du? Wie gesagt, ich bin Gunther. Bist du tot? Komplizierte Frage. Ich selbst würde mich eine transitorische Person nennen. Aber allgemein nennt man uns Untote. Wie bist du zu einem transitorisch geworden? Wissenschaft und ein wenig Magie. Der alte Meister hat mich gemacht. Nun ja, eigentlich hat er viele von uns gemacht. Arbeiten meine Brüder noch auf dem Friedhof? Nein, ich glaube nicht. Es gibt nur noch mich. Dich. Übrigens bin ich der neue Friedhofswärter. Oh, dann machen mir ein paar Brüder, so werden dir eine große Hilfe sein. Sind die dann so wie du? Leider nicht. Ich bin einzigartig. Irgendwas ist falsch gelaufen. Ich bin zu schlau. Deshalb hat mich der alte Meister hier angekettet. Ich habe nicht dazu gepasst. Ach so. Wie können mir deine Brüder helfen? Oh, die Aufgabe. Die können einfache Aufgaben für dich erledigen. Wenn du ihnen eine richtige Ausrüstung gibst, können sie Ressourcen für dich sammeln und sie sogar transportieren. Welche Ausrüstung? Ich glaube, ein Zombie ist irgendwo unter den Felsen auf dem Weg zum Wald vergraben. Du kannst ihn ausgraben und dir eine Ausrüstung anschauen. Wie mache ich andere transitorische? Oh, das ist einfach. Du findest die Blaupausen für einen Wundwiederbelebungstisch auf dem Regal zu deiner Linken. Irgendwo sollte hier auch noch ein paar Flaschen mit der Hauptzutat für den Wiederbelebung rumliegen. Du kannst immer mehr am Alchemietisch machen. Kennst du das Rezept? Nun, die zweite Zutat ist Blut.
bin mir nicht ganz sicher, was die erste war. Irgendein Pulver, glaube ich. Ja. Das ist Breaking Dead, das DLC. Zombiesaft. Ui, ein Heiltrank, das ist toll. Und Zwiebelsamen. Ui. Ja, wir werden, denke ich, vielleicht mal vorbeischauen. Im Kerker. Mal gucken. Das sieht so aus, eigentlich, als ob man das benutzen kann, aber kann man leider nicht. Nee. So. Achso, halt, die Bank könnten wir doch auch mitnehmen. Ah, es gibt so viel zu tun. Eigentlich würde ich ja tatsächlich gerne. Ach, Scheibenkleister. Da müssen wir auch noch hin. Eigentlich wollte ich jetzt mit dem Typ hier reden, mit dem Kardinal. Nee, das ging nicht. Hätte ja sein können. So. Das machen wir dahin. Und das. So, dann ist das schon mal raus. Die Geschichte können wir dahin legen. Den Wetterschlüssel, den brauchen wir jetzt. Oh. Können wir irgendwas bauen? Nee, gerade nicht. Okay. Dann holen wir uns jetzt mal. Das ist alles so knapp, ne? Also ich hätte jetzt eigentlich schon so gedacht, dass wir mal eine Ebene runtergehen können, aber ja, so richtig trauen tue ich mich jetzt noch nicht, weil auch zeitlich. So, jetzt haben wir das Tagebuch endlich. Wuhu! Wir haben auch nicht mehr wirklich viel Energie. Und so, wir müssten eigentlich auch zu dem hier Hexeninquisitor-Großtypi, damit wir dann den Weintraubengarten-Gedöns mit benutzen können. Und danach ist Mond und danach ist schon wieder Zeremonie und danach ist, oh mein Gott! Ja, Wahnsinn, ne? So, upsi. Ja, das hatte ich jetzt eigentlich mitgenommen, ne? Damit wir hier mal so ein bisschen. Warte mal, jetzt machen wir hier erstmal den Milchkrug-Gedöns. Können wir die stacken? Ja, die stacken. Okay, alles klar. Ist ja schon mal gut. Jetzt müssen wir trotzdem noch mal ein bisschen schlafen. Und dann. Tja. Hä, wir müssen schon hin. Hilft nichts. So, was brauchen wir denn für den. Was hatten wir jetzt gesagt? Ach, wir haben es ja schon aufgemacht. Wir haben es schon aufgemacht. So. Das können wir dahin tun. Die Schüssel können wir dahin tun. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt mal hoch. Hier hinten kann man nämlich jetzt die Abkürzung benutzen. Und dann ist man auch schon direkt beim Großinquisitor. Bin ich der Meinung. Ich glaube, wir können hier. Jo, genau. Da kann man Marmor abbauen. Voll toll. So, wo ist er denn jetzt? Achso, nee, wir haben noch Tag von Schlange. Achso. Oh, okay, wir sind tatsächlich ein bisschen zu früh da. Da können wir jetzt gar nichts machen, ne? Na gut. Ich glaube, Marmor können wir auch noch nicht abbauen. Das ist alles noch zu früh. So, na gut. Dann gucken wir uns kurz hier um. Aha, aha. Das natürlich wäre interessant, ob wir da. Oh, das ist keine schöne Leiche. Die mag ich nicht. Da ist nix. So, können wir die Steine hier abbauen? Ja. Können wir. Supi. So. Gut, dann warten wir jetzt noch. Dann könnte man ja eigentlich. Warte mal. Ja, wieso habe ich jetzt die Steine drinnen? Das will ich jetzt eigentlich alles nicht mitnehmen. Halt, was wir mitnehmen können, wären. Hä, hatten wir hier nicht eigentlich die Energietränke? Da. Genau. So. Die können wir da lassen.
Die Steine wollte ich jetzt eigentlich nicht mitnehmen. So, na, dann haben wir jetzt ein bisschen Inventarplatz. Ich glaube, die erste Ebene ist nicht ganz so schlimm. Die sollten wir eigentlich hinkriegen. Dann gehen wir jetzt doch mal runter. Ja, ich denke 6, 7, 8 Minuten oder was. Das müssten wir die erste eigentlich schon hinbekommen haben, die erste Ebene. We will see. So, betreten. Katakomben. Kerkerebene. Wuhu! Ja, genau. Oh, ich mag das total gerne hier unten. Ich sterbe zwar meistens irgendwie immer so fast, aber hier gibt es so viel Loot. Also normalerweise jetzt natürlich nicht. Warum auch, ne? Blobsels. Sehr schön. Sehr. Huch, die sehen irgendwie überarbeitet aus. Uah. Die sehen tatsächlich ein bisschen anders aus. Und wir kriegen hier, also wir kriegen hier so viel Zeug zusammen, ne? Wir kriegen hier richtig viel. So, wir müssen bloß ein bisschen aufpassen. Also hier ist tatsächlich etwas schwer mit dem Haushalten der Energie. Oh, da, genau. Es ist manchmal ein bisschen blöd, dass du pro Schlag halt ja, 2 Energie brauchst. Ah, cool, hier Heiltrank. Na, hervorragend. Das ist ja praktisch. Wie viel gibt der? 50. Okay. Wie viel Leben? Naja, noch lange keine 50 Leben. Da ist der Ausgang. Da müssen wir hin. Okay. Machen wir keine Sorgen. So, genau. Jetzt können wir hier das Zeug nämlich kaputt machen. Es ist eine riesige Sache. Gibt es dann auch nachher so Untergrund Erzgedöns-Dinger, wo man halt so Erze finden kann. Das ist cool. Aber du musst halt immer gucken, dass du ein leeres Inventar hast. Also meistens ist es wirklich so, dass okay, jetzt brauche ich mal davon Zeug. Ja, dass so das Inventar super schnell voll ist. Und da muss man dann tatsächlich wirklich. Also am besten ist es, wenn du wirklich bloß mit Energie und Heiltränken hier runter gehst. Aber wenn du davon jetzt auch noch welche findest, das ist natürlich super praktisch, ne? Also. Ja, das ging ja jetzt schnell mit der ersten Ebene. Cool. Genau. Wir können ja noch eine Rüstung herstellen. Und noch ein besseres Schwert. Das braucht, glaube ich, dann auch nicht ganz so viel Energie. Das wäre tatsächlich. Und du darfst nur hier runter. Du darfst nur weiter, wenn du alle Viecher umgehauen hast. Kann ziemlich kacke sein. Muss man gucken, ne? Schauen wir mal, ob jetzt hier ist nochmal ein Gang. Oh, hier geht es nochmal richtig weiter. Wow. Okay, ich hatte gedacht, dass wir tatsächlich ein bisschen schneller fertig sind, aber okay. Jo, ist nicht schlimm. Ich freue mich ja über die ganzen Ressourcen, die wir jetzt hier einsammeln können. Boah, cool. Okay, das ist schon ziemlich genial, ne? Hier unten, das kannst du alles kaputt machen. Kannst die ganzen Sachen mitnehmen. Jo, cool, ne? Zack, was du hier für Sachen, voll genial. Ich glaube, hier ist jetzt tatsächlich nichts mehr. Oder brauchen wir die hier? Müssen wir die hier irgendwie mitnehmen? Nee, alles klar. Wir müssen nämlich die Eimer mit Blut oder sowas, die müssen wir, glaube ich, selber herstellen. So, jetzt gucken wir mal hier unten. Ja. Ah, jetzt hat er mich erwischt. Hier gibt es nochmal Blobbelt. Cool, weil dann können wir nämlich Wackelpudding herstellen aus den Blobbles. Voll super. Okay. Jetzt haben wir hier alle Viecher umgehauen. Jo. Ist zwar noch fast am Tag, also ist schon fast tagsüber, aber gut. Schlafen wir halt nur einen kurzen Moment. Und gehen dann halt zum Großinquisitor rüber. So, 117 rote Punkte heißt, wir haben schon bald den Steinstandard 2. Den wir freischalten können. Dafür brauchen wir 150 Punkte.
So, und ich bin jetzt ein bisschen zuversichtlicher. So, hier nehmen wir die zwei schon nochmal mit. Ja, aber weiter gehe ich jetzt nicht. Genau, jetzt sind wir nach oben. Okay. Ja, das sind die Katakomben. Die Kerker-Ebenen oder wie auch immer man sie nennt. Ist schon cool gemacht. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall mal kurz schlafen gehen, bis wir heil sind. Und ja, ich sag jetzt für heute mal relativ pünktlich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Und hoffe, wir sehen uns ja, in der nächsten Folge wieder. Bis dahin alles Gute. Ciao, ciao.